Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Reus 2. Dritte Folge von diesem Planeten und wir sind im nächsten Zeitalter. Handeln oder Ritter? Ich würde sagen, da wir gar nichts mit Technik gemacht haben, ja, machen wir Handel. Die Zeit für Handel und Wohlstand ist gekommen. Sorg auf der ganzen Welt für Reichtum. Jeder sollte davon profitieren, die Piratenkönigin allerdings ein wenig mehr. Natürlich. So, mal gucken, ob wir es schaffen. Die vorige Runde lief ja nicht so gut. Also jetzt das Zeitalter der Monumente. Okay, okay. So, was haben wir denn für ein Projekt? Warte mal, was haben wir hier? Ja, so ein bunter Mischmasch aus nichts Ganzem und nichts... Keine Ahnung. Individuelle Tiere. Oder Edelsteinbiotika. Tiere oder Edelstein. Wir müssen daran denken, dass gerade die Piratenstadt hier auch Nahrung benötigt. Ja. Machen wir mal die Taverne. Versuchen wir es mal. So, hier. Bei denen. Was haben wir hier nochmal? Tiere. Vor allem Tiere tatsächlich. Und was wollen die? Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist die Göttinnenstadt hier? Das ist die Göttinnenstadt. Das ist die Diplomatenstadt. Was echt schlimm, ne? Weil die alle grün sind. Kommt man hier ganz schön durcheinander. Okay. Achso, jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, was ihr wollt. Wohlstand einfach nur. Okay. Hier könnten wir aber tatsächlich auch die Taverne am meisten gebrauchen. Komm. Ebenfalls Taverne. Sei es. Habe ich jetzt eine vergessen? Piratenhart? Hier, die Göttinnenstatue. Die haben auch sehr viele Tiere und ein paar Mineralien momentan. Und müssen erreichen. Wohlstand. Ja, tatsächlich das hier. Pelzkleiderhändler. So sei es. Okay. Gucken wir mal. Wir können sogar eins updaten. Jetzt ist die Frage, was? Unsere Wüste ist noch echt schlecht. Andererseits müssen wir auch bei den anderen was leisten. Wir haben jetzt endlich Level 2. Das ist schon mal nicht schlecht. Wisst ihr was? Wir machen mal die Wüste hier. So. Ha. Wir wollen, in der Wüste wollen wir Gold und Nahrung, ne? Ja. Gold und Nahrung. Ah. Ja, dann wäre ich hier für die echte Dattelpalme. Für die Gruppe. Okay. Okay. Wie fangen wir an? Ich traue mich gerade nicht mit der Wüste anzufangen. Ich glaube, ich möchte gerne hiermit anfangen. Weil es hier schon am besten aussieht, gerade in der Göttinnenstadt. Also, wurden gerade noch die Punkte gezählt. Oder werden immer noch gezählt. 34 von 40 Wohlstand momentan. Achso, das ist immer noch dabei, aber wir sehen hier schon das Endergebnis. Gut. Gut. Wir brauchen hier garantiert Level 2. Dann können wir nämlich bessere Tierchen machen. Der hier braucht Kreaturen. Das ist keine Kreatur. Schade. Auch nicht. Alles keine Kreaturen, leider. Und schade, es ist wirklich nur... Ach ja, er selbst war eine Kreatur. Er kann durch sich selbst profitieren. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, ich würde das sogar machen. Hier ist individuell angrenzende Tier. Das passt dann hier leider nicht so gut. Oder lassen wir die weg? Ah, gut, sind dann. Ist gar nicht mal so schlecht. Die kriegen dann beide 25. Der hier für jedes. Naja, gut, und der kriegt 50 für jedes individuelle. Ja. Ist noch geiler, ehrlich gesagt. Hier ist auch schon wieder. Das müsste wieder ein bisschen anders sein. Wir machen mal was. Das hier müsste Level 2 werden. So, das will ich mal in Level 2 haben. Kommt er? Ja. Oh, hier sind sie aneinander gestoßen, okay. Also die kriegen nicht mehr mehr quasi. Machen wir mal hier drauf. Okay. So.
Dann würde ich das mal probieren. Und zwar, weil er hat hier die besten Chancen, sehr viele Tiere zu bekommen. So. Ja. Sehr schön. Hätte ich gerne den Hirsch hier. Mal gucken. Sehr schön. 247. Also der hat gerade richtig hier von der Vielfalt profitiert. Die kleinen Steckenfüchschen. Wunderbar. Göttinnenstadt hat ihr Ziel erreicht. Sehr gut. Oh, sehr hübsch. Guck mal, wie schön die Gebäude jetzt hier sind. Gut. Die zählen da noch. Wir gehen zum nächsten. Ich mache erstmal Diplomatinnenstadt. Die finde ich einfacher als die Piratenstadt momentan. So, ihr. Sollte mal einfach alle Titanen herkommen lassen, ne? Das wäre vielleicht ganz gut. Da es ja eh hier weitergeht, könnt ihr alle mal kurz schon mal hier antanzen. So. Hm, die profitieren von dem hier. Hm, wäre ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Andererseits ist das hier doof. Wie viel haben wir? Biodiversität ist 5 momentan hier. Okay. Hier könnten wir auch mit denen ganz schön viel erreichen. Auch in Kombi mit den anderen Tieren. Schuppentierchen ist da. Hier haben wir schon Waschbären. Ja, die Waschbären brauchen das Edelsteinbiotikum. Yep. Der braucht die unterschiedlichen... Ah, okay. Das wäre auch nicht mehr gegeben. Der hat auch nur so viel von den drei verschiedenen hier. Ja. Hier könnten wir auf... Oh, hier können wir das... ähnlich machen wie drüben. Tatsächlich, wartet mal. Zunächst ist hier noch was falsch. Halt. Nein, sag mal. So. Bitte nochmal das. Hier haben wir noch nichts. So. Zwei verschiedene. Jedes individuell angrenzende Tier. Es müsste eigentlich hier hin, leider. Mhm. Könnte auch hier, wenn wir hier noch mehr Tiere hinhauen. Wobei der Hase... Doch, den brauche ich dann für das Individuelle. Aber dann müsste ich tatsächlich hier den Marderhund nochmal austauschen. Der profitiert auch momentan gar nicht, ne? Das sind gar... Oder? Das sind zwei verschiedene Biotikum-Typen. Nee, der profitiert gar nicht. Okay, dann hier bitte Level... Warte. Doch, ist richtig. Dann würde ich das hier gerne umswitchen. Oh, was haben wir hier bekommen? Wissenschaftsbooster. Ja, gut. Weiß ich nicht, ob wir den nutzen werden. Für die Füchschen brauchen wir halt Tiere. Edelstein. Ich kann das beim Edelstein machen, aber dann verschwende ich halt was. Das finde ich nicht gut. Wie sieht es gerade aus? 34 von 40. Okay. Könnten jetzt auch... Na doch, das können wir trotzdem theoretisch. Marderhündchen dorthin. Profitiert er halt am Ende nicht so viel, wie ich gerne hätte. Wie viel hat er jetzt? Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. 262 momentan. Ja, würde er nochmal 50 kriegen, wenn wir hier das Tierchen... Ich glaube, das ist mehr wert, das Tierchen nochmal. Ja, dann kriegen wir nochmal 50 für jedes... Oh, ist er schon vorbei. Warte mal. Sagenhaft, 3 von 3. Wir können gar nicht mehr, ne? Ich glaube, nochmal geht da gar nicht. Okay, dann können wir es doch machen. Dann könnten wir hier den Hirsch machen und hier den Wissenschaftsbuch vielleicht sogar noch mitnehmen durch irgendwas. Mal gucken. Hier wäre beides. Achso, aber grenzt nicht an Wissenschaft an. Nee.
Hier. Ah, guck mal. Wenn individuell angrenzende Biotika mit einem Goldgrundertrag vorhanden sind. Gar nicht so schlecht. Oh, und hier. Oh. Für jedes individuelle Tierbiom. Ja, das ist natürlich geil. Das können wir gar nicht anders machen. Das muss sein. Wow. Wow. Okay, krass. Und wir haben übrigens zwei Händchen. Nahrung ist hier halt echt noch schlecht. Also Gold haben wir gerade mega viel bekommen, aber Nahrung nicht. Okay, aber die sind durch auf jeden Fall. Sehr schön. So, ja, unser Sorgenkind, die Piratenstadt. Wüste und Meer und die sind komplett begrenzt worden. Okay. Wüste. Wir brauchen Nahrung und Gold. Nahrung und Gold. Das ist zu wenig. Für jeden angrenzenden leeren Platz. Nee, Leerscheiße. Hier sehr viel für Raubtiere. Okay. Was bist du? Sonnenstein. Achso, haben wir schon. Okay. Daniel. Also wirklich unglaublich viel Gold durch die Fennec-Dinger. Hier ist also eher wissenschaftlich. Ah, hier kriegen wir sehr viel Nahrung. Nahrung ist hier ein Sorgenkind, ne? Ja. Nahrung ist ein Sorgenkind. Aber wir haben ja zwei. Ist da was? Ich nehme den Pfennig erstmal. Jetzt ist halt die Frage. Wir können beides nochmal nehmen. Wüste und Dingens. Aber ich finde auch, dass hier unser Wasser auch noch nicht so geil ist. Jawohl, mit dem Malen, ja. Aber ob wir für Wasser noch was Geiles was kriegen? Oder nochmal hier? Also wir haben ja gerade gesehen, was wir kriegen würden. Es ist schon was Nettes dabei. Aber ich bin einfach zu sehr Spieler, als Wasser jetzt nicht zu nehmen. Okay, hier ist ein ganzes Fischbiotikum. Aber Fische werden wir nicht viele haben. Algen. Was hier? Haben wir den schon? Ja. Okay, Seegras und Mondfisch. Oh, die bringen richtig Nahrung hier. Probieren wir's. Okay, so, gut. Viele gute Voraussetzungen. Mal gucken, ob es was bringt. Wir lassen erstmal wieder alle Titanen hier gerade antanzen. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Brauchen wir nachher nicht so lange. Also, ich weiß nicht, ob ich mit dem hier so glücklich bin. Was haben wir denn hier? Veraltet. Hier bräuchten wir for each activity Handelsroute. Handelsroute, wie geht denn das? Ich habe das schon mal irgendwo gesehen mit der Handelsroute. Ich weiß aber nicht wie. Verbesserungsladung hätten wir hier auch. Ja, wir haben sehr viel. Also hier haben wir gut gespart. Können wir gut benutzen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das mit der Handelsroute hinkriegen. Steht das irgendwo? Nein. Keine Ahnung. Handelsroute? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob wir das schon machen können oder ob wir das noch gar nicht können. Ach so, wäre das vielleicht nur, wenn andere auch einen Weltmarkt hätten? Vielleicht. Vielleicht hätten wir dann bei den anderen auch Projekte Weltmarkt gebraucht. Das könnte natürlich sein. Schade. Aber hier, wenn sich 4 von 6 individuelle Tiere innerhalb der Grenzen befinden. Hier können wir, glaube ich, noch was machen mit noch mehr Tierchen, ne? Glaube ich. Aber gerade unsicher, ob es einfach schon erfüllt ist und mehr gibt es gar nicht. Weiß ich nicht. Gut. Oh, die Musik ist ja gerade... Warte mal, das Lied kenne ich doch. Hört man gerade auf das Lied im Hintergrund. Kennt das noch jemand? Also mir kommt es gerade super bekannt vor, aber ich komme nicht drauf. So, Mysterien bringen uns auch ein bisschen was. Aber nicht sehr viel. Momentan zumindest. Ich würde gerne im Wasser beginnen. Hier sehe ich gerade die größten Chancen, noch 4 rauszuholen. Also die Perle schon mal richtig, richtig gut. Die ist im flachen Wasser an der Küste. Gut, perfekt. So. Das hier, das harmoniert gerade mit denen hier, ne? Schusshaltern, individuelle Raubtier, Biotikum in diesem Biom.
Wie viel habe ich da gerade? 23, aber auch nur einmal? Ne, dreimal. Ich könnte dreimal profitieren. Das sind Stufe 2 ja in der Tiefe. Dann bräuchten wir hier auf jeden Fall erstmal. So, bitte. Tiere. Und Tiere. So, hier eine Plattschwänze. Kreaturbiom daneben, ne? Aber 45 bringen die gerade und 23 die. Sonst haben wir hier nichts. Nee. Hier mal ein Goldbooster. Hier muss ein richtig geiles Tier hin. Wenn sich 6 von 20 Bereiche in diesem Meer befinden. 1, 2, 3. Ja, gut. Ach so, im Gesamten? Also nicht in der Grenze, ne? Wenn es 6 von 8 Bereichen in diesem Meer sind. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben nur 5. Das ist doof. Hm. Ja, der bringt uns da ja gar nicht so viel. Schade. Der Gespensterfisch. Warte mal, der bringt so 20-20 zumindest. Und es ist ein Raubtier und ein Fisch. Das hier ist sogar eine Kreatur. Ah. Geht aber auch nur in der Tiefe, bringt uns aber Mysterien. Kreaturfisch ist der, aber kein Raubtier. Der hier, wenn er mindestens 2 Ausdehnungsbiotika. Ausdehnungsbiotika? Was ist denn ein Ausdehnungsbiotika? Ah, der hat Ausdehnung. Der auch. Aha. Die alle 3 haben Ausdehnung. Er auch? Okay, denn das könnten wir hinkriegen tatsächlich, weil er hier schon ist. Hm. Der hat schon Ausdehnung. Ja, 23 hat er alleine. Na gut, der kriegt noch mehr. Der kriegt durch Raubtiere im Biom. Okay. Der würde so tatsächlich das schon kriegen. Und der hier... Ach so, oh, hier ist die Gold, der Goldplatz. Nein. Müsste was tauschen. Aber dann bräuchte ich hier auch Level 2. Verdammt. Oh. Oh, wie doof. Hm. Hm. Ist jetzt nervig. Ja, der muss tatsächlich da dann hin. Dann grenzt der. Warte mal, doch, der hat ja auch Ausdehnung. Oh, geht, 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 geht. Alles gut. Funktioniert. Da der auch Ausdehnung mitbringt. Okay, gucken wir mal, was passiert. Nahrung kommt gerade an. Puh. Also 25 Gold, 8 von 15 Nahrung. Wir haben ganz viele Punkte übrig, alles gut. Die kriegen wir aber, wollen hier auch noch mehr raus. Das ist gerade so der erste Versuch hier hinten. So, ich lasse es mal durchziehen, solange gucke ich mal kurz hier drüben. Wir brauchen immer noch sehr viel Nahrung. Und da wir ja auch Punkte vom Mysterium kriegen für Nahrung und Gold, können wir natürlich auch sowas hier zum Beispiel setzen. Für mehr Mysterien. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der Pfennig. Da bin ich ja ein großer Fan von. 2 individuell Kreaturen bräuchte der. Die hier sind Kreaturen, die nicht, ne? Nee. Bringen aber Fell. Achso, aber der Fellhändler war woanders, ne? Der ist, glaube ich, nicht hier. Nee. Zwei Mikro. Ach, schade, da kriegen wir es nicht. Da müssen sich Mikro angrenzen. Mikro haben wir nicht. Könnten wir aber. Nee, können wir nicht haben. Schade. Der Fennec. Ich will die Katze nicht weghaben. Obwohl, die bringt uns gar nicht so viel, die Katze, ehrlich gesagt. Das ist wirklich nicht viel. Wenn sich mindestens ein Kreaturbiotikum im Biom befinde. Ja, die bringen uns echt nur 25. Oh, warte. 25, 15 Nahrung. Also ich glaube, das kriegen wir hier geiler hin. Topaz. Edelstein. Edelstein. Und die profitieren gerade von sich selbst hier. 37, 60. Ich glaube, wir kriegen was Schöneres hin. Ja, die ist ein bisschen... Die nicht so...
Ach nee, auch nicht. Ich könnte die so... Ich könnte die anders angrenzen lassen. Muss ja nicht im gleichen sein. Ist da was wir machen? Nee, machen wir nicht. Dann zerstören wir das hier, ist auch doof. Ja, das kriege ich nicht hin, weil ich nicht genug Platz habe, leider, mit dem Füchschen hier. Dickichtbio. 20 Gold, 20 Nahrung. Bist du eine Kreatur? Ja! Komm mal her. Warum? Warte mal. Warum bringt mir Lapis Lazuli nichts? Hä? Seht ihr das? Hier steht 30, aber hier? Nichts. Keine Produktion, negative Biodiversität. Oh, oh, ho, ho, wir haben die Biodiversität hier durch verloren, deswegen. Moment, Moment, Moment. Guck mal, hier haben wir sogar einen Pflanzenboost jetzt bekommen. Hm. Das ist auch nicht schlecht. Für jeden angrenzenden Biotikum mit einem Goldgrundertrag haben wir ja. Nicht genug Biodiversität, ja. Das Problem sehe ich. Kann ich den auch nicht benutzen, ne? Nee. Mein Goethe-Tier. So, probieren wir mal, was ich vorhatte. Ich hoffe, ich kriege die Biodiversität jetzt wieder. Okay, ist wieder da. Gut. Aber ich kriege nicht genug Biodiversität, dass wir das haben. Ich habe nur einen. Verdammt. Ah, das hätte ich gern gehabt hier. Okay. Wir haben ein Goethe-Tier. Das profitiert momentan halt nicht so ganz. Also es grenzt an Edelstein an, ja. Davon kriegt es was, aber nicht an eine Pflanze. Aber unsere Pflanzen sind hier echt... Wir können gucken, ob wir eine bessere Pflanze kriegen. Wüste, ne? Ja. Das ist falsche Anklicke. Ah. Nee. Nee. Also ein Dickicht brauchen wir vor allem. Ist kein Dickicht dabei. Verdammt. Das ist ja ehrlich. Kein Dickicht, was uns was bringt. Das hier ist das einzige Dickicht und das bringt leider nur Wissenschaft. Mist. Ja, dann ist das Feld leider für uns sinnfrei. Hier haben wir Nahrung und Dingens für jeden angrenzenden leeren Platz. Ach, das ist schon wieder... Nahrung. Was bist du? Kreatur. Eine Kreatur hätten wir da. Olivenbaum. Wenn er Pflanze angrenzt. Wir haben ein Goethe-Tier und ein Mineral. Wenn sich 3 von 5 Tieren in diesem Biom befinden. Minus. Oh. Ja gut, der ist dann doof. Aber 125, wenn nicht dann ein Tier. Aber hier sind so viele Tiere, das können wir nicht machen, ne? Wir können ja nicht Minus kriegen, das wäre... Ah, das ist ja richtig gemein hier. Allein gelassen. Was? Okay. Hier auch. Was? Wir kriegen jetzt schon Minus. Okay. Grundgold. Ja, das bringt uns nichts. Klapperschlange. Wir mindestens ein Kreatur. Was bringt so wenig? Dann hat die nur 20. Für Kreatur und Raubtier. Ach. Und der Pflanzenbooster ist ja auch verschwendet dann. Hm, schade. Ist hier nicht so richtig geil.
Damit können wir tatsächlich gar nichts anfangen hier mit den Dingern. Gar nichts. Nur mit der hier. Also nur mit dem Obstbäumchen hier. Dann hätten wir halt zumindest Essen. Ach so, aber es ist ja auch nicht... Ach so, darf auch nicht angrenzen. Einsames Wachsen hat der. Okay. Gucken wir mal. Also Essen kriegen wir schon ein bisschen was raus. Haben wir einen besseren Edelstein mittlerweile? Wahrscheinlich ja. Guck mal, der wäre eigentlich richtig gut da. Wir machen das, glaube ich. Hier werden wir auch auf. Oh. Hohe Biodiversität. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. 21 und 12. Aber immer noch nicht mehr. Oh Gott, die sind ja süß. Was seid ihr denn? Oh, wie niedlich das ist. Okay, okay. Entschuldigt. Lass mich ablenken. Tatsächlich. Für Wasser oder Wüste, je nachdem. Obwohl, Wüste haben wir jetzt echt gut hingekriegt, glaube ich. Vielleicht eher nochmal für Wasser. So geil ist das noch nicht hier, finde ich. Na, ein paar sind geil, aber nicht alle. So. Was kriegen wir denn hier? Was will ich haben? Ich will Nahrung und Gold haben. Oh Gott, das ist ja sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Der ist besser. Ja, der geht. Ist doch der Einzige, der uns hier was bringt, tatsächlich. Und der uns was bringen kann. Nee, halt. Ja. Okay. Welcher war es? Der hier, ne? Der Thunfisch. Für das angrenzende Fischbiotikum kriegt der was. Wenn wir mal Fische hätten. Wäre echt gut. Hier ist ein Fisch. Hier ist ein Fisch. Fisch. Nur hier kann ich nichts hinbauen. Die hier profitieren alle von sich, ne? Nee, der nicht. Der braucht die Ausdehnungstiere, die beiden. In die Wille Raubtiere. Bist du ein Raubtier? Nö. Bist du ein Raubtier? Ja. Ich glaube, der wäre besser hier. Warte mal. Achso, der bringt auch die 7 Mysterium. Ah. Die bringen uns gerade 35 Gold ein und 14 Nahrung. Die kommen alle von ihm. Verdammt. Bringt er gar nicht mit, ne? Nee. Ansonsten wäre es echt nice gewesen, eigentlich. Hier haben wir nur 30. Profitiert von mindestens einem Fischbiom, das ist das hier. Deswegen hat er 30. Der hier. Kreatur, flaches Gewässer. Also der profitiert von ihm hier. Raubtier. Der hätte auch gerne noch ein Raubtier daneben, ne? Sehe ich das richtig? Das ist ein moderner Fisch. Hm. 45, 30, 23 nur die Schiffsseite. Fisch und Ausdehnung muss er auf jeden Fall haben.
Kann aber auch noch mal aufstocken, tatsächlich. Ja, die bringen ja vor allem Essen mit. Ah, jetzt muss ich überlegen. Das kann nicht mehr weiter aufstocken. Schade, dass der kein Raubtier ist. Und die kann ich nicht wegmachen. Also die Perle bringt ja richtig gut. Da mache ich nichts weg. Könnte das versuchen. Also das bringt auf jeden Fall mehr. Okay. 23 Gold, 13 Nahrung. Es fehlt echt nicht mehr viel, ne? Es ist echt so wenig, was noch fehlt. Ah. 45. Der profitiert von den beiden Raubtieren. Fische. Von Fische. Der von einem Fisch. Der profitiert gerade von den gesamten Raubtieren um ihn rum, aber nur dreimal. Individuell muss es auch sein. Okay. Sind das keine Raubtiere? Nee, deswegen nur zweimal profitiert. So, 45. 40 Nahrung, nur 20. Ich bräuchte eigentlich den. Aber wir haben ja nicht genug, leider. Wenn sich 6 von 8 Bereiche in diesem Meer befinden. Das sind nur 5. Und die haben wir auch nicht erfüllt hier oben. Kann ich noch irgendwas Sinnvolles kaufen? Ja, Erweiterung geht halt nicht, weil die ist leider, ja, die stößt auf ihre Grenzen leider. Gut, wir können uns noch Züge kaufen. Was geht noch? Muss hier irgendwas ändern? Ich habe immer so Angst, irgendwas wieder auseinanderzureißen, ne? Weil ich immer so denke, oh Gott, wenn ich es jetzt schlimmer mache als vorher. 20, 35, die Schippentierchen. Wegen Edelstein und Dickicht. Mehr nicht. Der bringt... Der darf nicht an eine andere Pflanze angrenzen, macht er nicht, deswegen bringt er auch viel. 90. 75. Auch nicht schlecht. Wenn dann eine Pflanze und ein Tier. Also hier muss auf jeden Fall ein Tier hin. Oder hier, je nachdem. Oh, ist das kein Edelstern mehr? Oh, der profitiert gar nicht mehr. Aber trotzdem ist er ganz gut hier. Wenn man sich das anguckt, hat er trotzdem eine gute Wertung. Von 80. Krieg ich was Besseres? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Warum hat er überhaupt 80? Also das ist nicht erfüllt. Warum hat er so viel? Weil es ein Level 2 Feld ist? Aber da wären ja andere sogar besser hier. Warte mal. Pflanze, Tier. Pflanze. Der profitiert hier nicht mehr. Sonnenstein. Müsste nochmal an Pflanze-Tier angrenzen. Würde auch nochmal machen, tatsächlich. Wollen wir versuchen, noch einen Sonnenstein zu bauen? Wir haben noch genug Ionen, ist okay. Ja, das ist deutlich besser. Weil der profitiert hier von den Tieren und hier von der Pflanze halt. Eigentlich... Ja, Nahrung fehlt jetzt nur noch. Okay. Oh, und immer noch ein Gold, echt? Oh. Nee, okay. Haben wir. Jetzt wird nur noch Nahrung. Einmal Nahrung. Wir werden auch wohl noch ein Nahrung hier rauskriegen. Wir müssen hier leider ein Tier setzen, geht nicht anders.
Irgendwo muss ich Nahrung herkriegen. Jeden Fisch. Du bringst uns gerade 45 Gold, weil du an eine Kreatur anschließt. Du für Raubtiere. Der Marlin ist auch ein Raubtier. Ich würde die 45 Gold verlieren. Das wäre, glaube ich, blöd. Ich bräuchte hier eigentlich was, was quasi beides bringt. Ja. Der kann nur in die Tiefe. Den haben wir ja hier. Der bringt uns halt diese 7 Dingens, ohne die wir es, glaube ich, auch nicht schaffen. 14 Nahrung, 35 Gold. Ich glaube, wir sind tatsächlich darauf angewiesen, dass wir den hier haben. Ich überlege. Ja, es bringt auch sehr viel Futter. Sonst bringt er 50 Gold. Der bringt uns sehr viel Nahrung. Ich will jetzt nicht, dass daran scheitert. Raubtier. Ein Raubtier ginge noch. Aber ich wüsste nicht, wo ich das noch hinsetzen soll. Er ist halt leider kein Raubtier. Und 50. 37. Der ist am schlechtesten. Aber wir brauchen hier die Ausdehnung auf jeden Fall. Bist du eine Kreatur? Ausdehnung Kreatur muss der hier haben. Oh Gott. Anders geht's da tatsächlich nicht. Ausdehnung Kreatur und flaches Wasser. Ja. Das brauchen wir nicht. Den können wir gar nicht mehr setzen, tatsächlich. Da hätten wir kein Gold. Ah. Oh Gott, das macht mich jetzt fertig hier. Was denn für Schraubtier? Also der wäre halt wahrscheinlich hier das Beste, aber den kann ich nicht mehr setzen, weil uns leider ein Dingens fehlt. Kann ich es uns kaufen? Nee, ne? Das geht gar nicht. Nee. Leider nicht. Bringt das mir noch irgendwas, die Felder aufzuwerten? Also kriege ich denn auch noch mehr raus? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das ist wirklich nur, damit ich, glaube ich, das setzen kann. Warte mal, führt dazu, dass C-Biotika veraltet werden, entfernt das Biotikum, speichert jedoch seinen Ertrag auf dem Platz. Der Ertrag dort platzierter niedrigstufiger Biotika wird um 50% erhöht, tatsächlich. Das wäre eine Möglichkeit. Ich müsste ein Biom erhöhen, das auch Nahrung bringt. Also wahrscheinlich nur das hier, ne? Das ist aber schon Level 2, oder? Ist das gar nicht Level 2? Na denn? Mal gucken. Mal gucken, was passiert. Müsste eigentlich geklappt haben. Mal sehen. Ja, hat. Oh Gott. Oh, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ehre abgeschlossen. Wir haben es geschafft. Gut. Und was hat es jetzt noch gegeben? Sehr viele Nahrungssachen. Bernstein. Den haben wir schon. Spinell. Mhm. Ich weiß nicht, wir können jetzt noch weiterspielen, aber, also um noch mehr Punkte zu machen. Andererseits würde ich jetzt gern zum Abschluss, weil wir schon bei 40 Minuten sind. Warte mal. Erweitert sich denn hier irgendwas? Nö, ne? Nö. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens, also das hier sollte man auch wirklich nutzen. Die Dinger hier. Sollte man auch ausgeben und wirklich fleißig raushauen. Was können wir noch? Also ich will hier gar nicht mehr rumfummeln. Das hat so viel Nerven gekostet. Ich will wirklich nicht mehr rumfummeln. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, wäre hier irgendwie... Ja, die Grenzen können wir tatsächlich einmal erweitern. Dann könnte man da noch Punkte sammeln. So, und wer macht jetzt?
Ich kann mir das gar nicht aussuchen. Ich dachte, ich kann mir vielleicht aussuchen, wer seine Grenze erweitert. Okay, so funktioniert das scheinbar nicht. Ich dachte, die rennen jetzt los und erweitern ihre Grenze. Kann in einer Stadt benutzt werden, um sie dazu zu inspirieren, sich um einen zusätzlichen Bereich zu erweitern. Machen die das jetzt nicht mehr, weil es schon abgeschlossen ist? Liegt das daran? Ich weiß es nicht. Oder hat er jetzt gedacht, ich will die Stadt hier erweitern und kann es nicht erweitern? Aber es wäre ja auch gemein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum es jetzt nicht geklappt hat. Im schlimmsten Fall hat er gedacht, ich will die Stadt erweitern und die ist ja schon eingezäunt. Gut. Haben wir die Punkte jetzt umsonst rausgehauen. Schade. Ja, Äonen brauche ich gar nicht. Also wie gesagt, ich kann hier nicht mehr rumfummeln. Ich bin durch. Das hat gerade so viel Nerven gekostet. Ich kann nicht mehr. Komm, wir schließen ab. Wo mache ich das? Wo schließe ich denn ab? Hier. Ja. So. Schön. Da waren gerade sehr viele Steam-Erfolge auch, aber ich wollte die jetzt nicht alle vorlesen. Zeitalter des Handelns, 3 Sternchen bekommen. 212 Wohlstand. Belohnungen. Ja, beim ersten haben wir nur 1 Stern bekommen. Aber hier haben wir immerhin alle 3. Hier war was schlecht, aber hier geil. Toll. Belohnung. 4 Belohnungen gibt es. Ja, durch. Nach dem schrecklichen Anfang dachte ich nicht, dass wir jetzt noch so viel rausholen hier. Aber ich habe jetzt extra noch Mühe gegeben. Ach, schön. Meerschildkröte und Quallen. Quallen fischen gehen. Oh. Schön. Manja, Kammhuhn. Hä, Kammhuhn? Hatten wir es nicht schon? Ich weiß es nicht. Aquamarin. Topaz hatten wir aber auf jeden Fall schon. Oh, ein Kaiman und ein Leguan und ein Göttetier. Oh, schön. Oh, ich liebe es jetzt schon. Und ein Zink. Toll. Zink wollte ich auch schon immer. Ein Kampferbaum auch. Bambus. Okay. Gut. So viel dazu. Ich freue mich, dass wir doch noch so viel rausgeholt haben. Mal gucken, wie weit wir hier jetzt kommen. Bis 7. Eisriese. Wir können beim nächsten Mal den Eisriesen benutzen und ein Tigerbiom erschaffen. Oh, und Terraforming-Ladung. Okay. Riesen können verschiedene Viecher. Oh, okay, mal gucken. So, weiter sind wir nicht gekommen. Reicht aber auch. Gut, dann. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.